Alexander, die Vorbereitungen sind gut verlaufen während dieses Sommers? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe gut trainieren können und bin immer gesund geblieben. Das war das Wichtigste, war eigentlich den Sommer, weil es mir da letztes Jahr extrem gehabt hat mit der Gesundheit. Und habe mein Trainingspensum super machen können, habe eigentlich mehr trainiert als wir letztes Jahr und auch von der Summe her am meisten trainiert, was ich jemals trainiert habe und fühle mich stark und der Winter kann kommen. Hast du trainingstechnisch, außer dass du mehr trainierst, hast vielleicht noch was verändert? Zum Beispiel mehr geschossen, dass du da noch sicherer wirst? Ich habe im Schießen viel lang gemacht. Also habe mich da mit der ganzen Sache selber beschäftigt. Läuferisch, sage ich mal, habe ich viel im Ausdauerbereich trainiert, im Grundlagenbereich und auch in der Kraft. Und da, das habe ich gut erwischen heuer. Es wird wieder ein langer Weltcup sein mit über 30 Weltcup-Bewerben. Was ist die Zielsetzung für heuer? Zielsetzung von mir ist sicher die Weltmeisterschaft in Hanty-Mansijsk in Russland. Auf die möchte ich mich speziell vorbereiten und ja, der Gesamtweltcup halt. Gesamtweltcup möchte ich unter die drei kommen. Ich meine, wenn es die große Kugel werden darf, war es ein Traum, aber ich sage mal, am Boden muss uns auch ein bisschen bleiben. Und das Wichtige ist, dass ich einfach ein Schießen hier hat, dass ich gesund bleibe und nachher geht es schon dahin. Kurz vor der Weltmeisterschaft sind zwei Weltcups geplant in Übersee in Amerika. Plant man da vielleicht, das auszulassen? Sicher zum Überlegen, ja. Weil für die Weltmeisterschaft sind die Weltcups in Amerika nicht optimal. Der ganze Jetlag, die Umstellung und so, das stört mich da sicher in meiner Vorbereitung. Muss man schauen, muss ich mir mit dem Trainer noch anschauen. Vielleicht da einen Weltcup auslassen oder eine Woche früher schon zurückfliegen, war vielleicht kein Fehler. Ja.